Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Es geht um Erste Hilfe und wir müssen reden. Eigentlich hätte dieses Video ein ganz anderes werden sollen. Eigentlich hätte dieses Video eins zu meinen 5 Lieblingsfehlern in der Ersten Hilfe werden sollen. Denn euer großer Wunsch und Wille war, dass wir mit bestimmten Fehlern und Mythen mal aufräumen. Das habe ich aufgenommen und das mache ich gerne und das mache ich aus gutem Grund. Und jetzt habe ich aber in den letzten 2 Wochen über 100 Nachrichten über irgendwelche Messenger, E-Mails, teilweise Anrufe gekriegt von Leuten, die im Erste-Hilfe-Kurs, im aktuellen Erste-Hilfe-Kurs saßen. Und ich, kleines Naivchen, habe immer gedacht, dass wir ein Problem in der Ersten Hilfe haben. Wir haben kein Problem in der Ersten Hilfe. Wir haben ein Problem in der Ausbildung. Und da haben wir riesengroße Probleme. Und eigentlich sind wir im freien Fall. Wir sind noch lange nicht aufgeschlagen. Und wir haben Tagessiege, meine Damen und Herren. Und zur Feier des Tages werde ich heute nicht das Rote Kreuz bashen. Wobei sich die Hilfsorganisationen untereinander mit den Erste-Hilfe-Kursen wirklich nichts nachgeben. Aber ich habe tatsächlich einen anderen Tagessieger. Mein Tagessieger sind 2 Persönlichkeiten. 2 junge Personen im freiwilligen sozialen Jahr. Unterwegs als Erste-Hilfe-Ausbilder für betriebliche Ersthelfer, also nach Vorgaben der BG, im Auftrag der Malteser in und um Bonn. Und Leute, warum mich das wirklich dermaßen fassungslos und wütend macht, das erkläre ich euch heute. Aber dafür möchte ich euch erstmal mit Zahlen, Daten, Fakten versorgen, damit wir tatsächlich vom selben reden. In über 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, jemand Erste Hilfe benötigt, ist es nicht der große böse Unbekannte. Da ist es jemand aus unserem allernächsten Beritt, allerengste Freunde, allerengste Familie. Man kommt sehr lange, sehr, sehr viel nichts. Das heißt, die Chance, dass ihr medizinisch an jemanden schrauben müsst, den ihr sehr, sehr gut kennt, die ist verdammt hoch. In 60% der Fälle bei Notrufen mit Alarmstichwort laufende Reanimation oder Herz-Kreislauf-Stillstand leiten Leitstellendisponenten in über 60% der Fälle direkte Angehörige der Betroffenen an zur Herz-Lungen-Wiederbelebung. Pro Jahr sterben in diesem Land bummelig 120.000 Persönlichkeiten am sogenannten Herztod. Einen nicht ganz unerheblichen Teil könnte man retten, wenn dann irgendjemand tatsächlich helfen würde. Und ich möchte euch hier so ein paar Zahlen, Daten, Fakten vorweggeben, dass wir wirklich vom selben reden. In Dänemark, was im Grunde hier nebenan ist, schafft man es von 10 auf der Straße Reanimierten, 5 mit wieder eingesetztem Herzrhythmus ins Krankenhaus zu verbringen, mit unfassbar guten Überlebenschancen. Jetzt werden wahrscheinlich die Ersten wieder rumgrölen, ja, es sind alles nur Sternegucker. Also im fachlichen Reanimationsapaliker Persönlichkeiten, wo der Herzkreislauf noch funktioniert, aber außer dem Herzkreislauf nicht mehr so richtig viel. Und das ist falsch. In Schweden, was noch dünner besiedelt ist, sind es 8 von 10. Und jetzt kommen wir nach Deutschland. Wie viel meint ihr, sind es hier in Deutschland? Ich gebe euch mal einen Moment Zeit. Ihr habt das richtig gehört, wir kriegen hier nicht mal 2 geschossen.
Der Grund, warum das so ist, sind diese beiden Persönlichkeiten aus dem Gebiet in und um Bonn. Das sind aber nicht nur die, sondern da sind noch viel, viel mehr. Aber die beiden sind so wirklich meine Highlights. Die haben in ihrem Kurs zum Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung zum Besten gegeben, dass in dem Moment, wo ein Patient ein Herzkammerflimmern hat und dieses Herz, das ist ein Muskel, was über einen elektrischen Impuls gesteuert wird und funktioniert. In dem Moment, wo man so ein Herzkammerflimmern hat, da zuckt dieser Muskel relativ lustlos im Brustkorb rum und hat keine richtige Auswurfleistung mehr. Und jetzt propagieren die beiden, dass das Drücken bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung in so einem Fall nutzlos ist, weil es nicht funktioniert. Witzigerweise habe ich nicht eine einzige Studie finden können, die deren Aussage tatsächlich stützt. Die aktuellen Guidelines zum Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung packe ich euch unten in die Videobeschreibung und einmal hier als Link in die Videocard. Die Quintessenz aus diesem Kurs, den die beiden Herrschaften da gegeben haben, ist, dass von den Teilnehmern in diesem Kurs nicht ein einziger Erste Hilfe leisten wird. Weil er es entweder gar nicht gelernt hat oder falsch gelernt hat. Und von vornherein sagt, die haben gesagt, bringt nichts. Aber zum Thema, die haben gesagt, bringt nichts. Zum Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Witz an der Sache ist, die haben propagiert, dass es nichts bringt. Punkt Nummer 1. Woher soll der Laie denn wissen, dass das Herz einem Herzkammerflimmern unterliegt? Kann er gar nicht. Das kann frühestens der Rettungsdienst in 15 bis 20 Minuten. Und in 15 bis 20 Minuten bei stabilen Plusgraden vor der Tür, da ist das Gehirn so lange ohne Sauerstoff versorgt, dass wir jetzt auch nicht mehr anfangen brauchen. Glückwunsch. Tod. Das hätte vermieden werden können. Das Zweite ist, selbst wenn der Laie wüsste, dass da ein Herzkammerflimmern vorliegt, was bringt dem Laien dieses unfassbare Wissen? Nichts, weil er damit überhaupt nichts anfangen kann. Wie das Herz funktioniert, packe ich einen Link unten in die Videobeschreibung. Für diejenigen, die nerdig genug sind, sich das tatsächlich anzugucken und anzutun. Ich persönlich finde es wahnsinnig interessant, aber das ist auch nur mein persönlicher Granatsplitter im Schädel. Und das nächste, was mir sauer aufstößt, selbst wenn das mit der Thoraxkompression in dem Fall denn nicht funktionieren sollte, was wissenschaftlich widerlegt und falsch ist, was wäre denn die Alternative? Richtig, es gibt keine. You're welcome. Und ich mache mir Gedanken darüber, dass wir ein Problem in der Ersten Hilfe haben. Wir haben kein Problem in der Ersten Hilfe. Wir haben ein Problem in der Ausbildung. Und zwar ein gravierendes Problem. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist und der mir wahnsinnig sauer aufstößt. Bei diesen Nachrichten, die ich gekriegt habe, da geht es jedes Mal, wirklich ausnahmslos, über 100 Mal um Hilfsorganisationen. Der Witz ist, es gibt nicht eine einzige Beschwerde, zumindest nicht mir gegenüber, von privaten Anbietern. Nicht eine einzige. Und auch da, denke ich, gibt es einen Zusammenhang. Ein weiterer Punkt war, als es dann irgendwann darum ging, starke Blutungen und Abbinden. Und nein, das darf man nicht. Dabei sterben Extremitäten ab. Und Leute, da habe ich einen Punkt zu fassen.
Da habe ich keine Zündschnur mehr. Das ist eher so ein Trittzünder. Ne? Wer sucht, der findet. Wer drauftritt, verschwindet. Denn das ist lebensgefährliches Halbwissen aus dem Jahre des Herrn 1988 des letzten Jahrhunderts. Das ist nämlich damals die Kernthese gewesen, wo dann die DIN für Verbandkästen aller Art eingeführt wurde. Abbinden darf man nicht, dabei sterben Extremitäten ab. Und der Witz an der Sache ist, dass das damals schon falsch ist. Und es wussten alle, dass das falsch ist. Es wurde aber ausgebildet. Und da wird also mit Wissen um sich geworfen, was wirklich Menschenleben kostet. Jedes Jahr. Zahlen, Daten, Fakten. Pro Jahr sterben in diesem unserem Land im Straßenverkehr bummelig 3.500 Persönlichkeiten. Gute 70% davon verbluten zumeist über die Extremitäten, bevor der Rettungsdienst irgendwo sein kann. Das liegt nicht dran, weil der Rettungsdienst unfassbar scheiße organisiert ist, sondern das liegt an der Ersten-Hilfe-Ausbildung. Nochmal zurück nach Skandinavien. Woran liegt das, dass die eine derartig hohe Quote haben, dass sie die Leute wiederbekommen? Das liegt daran, dass die sehr früh mit der Ersten-Hilfe anfangen. Die fangen mit 3 Jahren im Kindergarten an. Weiterführend ist es in den Schulen ein Unterrichtsfach. Und jetzt die Pädagogen da draußen gut zuhören, die ganzen Lehrer da draußen. Es ist ausgerechnet das Fach, was am wenigsten geschwänzt wird. Merkt ihr was? Die haben also ein ganz, ganz anderes Grundverständnis für Erste Hilfe. Und davon sind wir hier in Deutschland so weit entfernt wie der Mars von der Venus. Das Thema starke Blutung, Tourniquet-Anwendung, Traumabandagen, alles was dazugehört, wird präsentiert seit 2007 auf jedem großen Kongress, wo Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauftrag zusammenkommen und ihre Erfahrungen austauschen, sich Einsatzberichte und Einsatzratschläge der Bundeswehr anhören, zu Teilen von ärztlichen Leitern, von Bundeswehrkrankenhäusern, was in der Natur meistens Unfallchirurgen oder Anästhesisten sind, zwischendurch auch mal eine Leitung der Sanitätsakademie der Bundeswehr. Seit 2007, seit 2011 möchten die Berufsgenossenschaften unter Zusammenführung der DGUV das Thema Blutstillung wieder in die Laienausbildung haben. Ist es 2015 bei der großen Novellierung eingeflossen? Nein. Seitdem ist es ein Sondermodul. Und ich bin einer der einzigen, die es tatsächlich nach DGUV ausbilden und zertifizieren. Ich habe mich bei der DGUV mal erkundigt. Es soll angeblich eine Beschwerdestelle, einer Qualitätssicherungsstelle Erste Hilfe geben. Findest du im Netz nicht. Du findest es nicht. Sind Beschwerden darüber jetzt uncool oder so? Oder habe ich mich vermessen? Oder haben wir die Vorfahrt geändert oder so? Weil wenn derartige Missstände bei der DGUV nicht aufgezeigt und angezeigt werden, dann wird sich daran nie etwas ändern. Und dann werden wir diesbezüglich irgendwann mal irgendwo wahnsinnig hart aufschlagen. Und dann braucht bei mir keiner ankommen. Haben wir alles nicht, wir muss. Na doch, haben wir. Lang und breit. Und jetzt geht's wieder an euch. Was denkt ihr, wie wir da eine Verbesserung in der Ersten Hilfe und in der Ersten Hilfe-Ausbildung hinkriegen? Denn ich kann und ich will die Welt nicht alleine retten. Aber die Zustände, die wir jetzt haben, das geht gar nicht. Und das geht so sicherlich nicht mehr lange gut. Kinders, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Haut's unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.